Möchtest du wissen, welche Filmformen dein Unternehmen auf YouTube nicht machen sollte? Welche YouTube-Formen und YouTube-Formate, die Unternehmen oft in ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen, auf YouTube nicht gut funktionieren? In diesem Video verrate ich dir, was die Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube eher nicht sehen wollen. Und am Ende habe ich ein besonderes Angebot für dich. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von News & Video. Ich bin Martin, dein Experte für YouTube-Filmgestaltung in unserer Videoagentur. In diesem Film erfährst du, welche YouTube-Filmformen eher nicht geeignet sind, um deinem Kanal zu mehr Reichweite und Engagement zu verhelfen. Viele Unternehmen machen auch heute noch Imagefilme. Eine Imagefilmproduktion macht man, um ein beeindruckendes Bild des Unternehmens zu zeigen. Das funktioniert auf der Website, dort kann es sinnvoll sein, Eigenwerbung zu machen und einen Überblick zum Unternehmen zu geben. Aber Drohnenflüge über Fertigungshallen, Informationen der Geschäftsführung zur Unternehmensgeschichte oder Ausführungen des Gründers oder der Gründerin zur Unternehmensphilosophie machen als YouTube-Filmformen wenig Sinn. In einer YouTube-Form erwarten die Menschen keine Informationen aus Unternehmenssicht, sie wollen einen persönlichen Nutzen. YouTube-Formen sind dafür gedacht, Fragen aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer zu beantworten, Services zu bieten, gerne auch, um die Awareness gegenüber Themen zu erhöhen. Dein Film auf YouTube sollte die Probleme der Menschen lösen, nicht das Problem deiner Firma. Manche, gerade große Unternehmen, stellen einfach ihre Fernsehspot-Produktion auf YouTube. Schließlich war sie teuer. Aber ein klassischer Werbespot ist keine YouTube-Form. Rein werbliche Filme sind dort gar nicht gern gesehen und die Gestaltung eines Spots folgt auch nicht den Regeln der Gestaltung einer YouTube-Filmform. Dein Film muss den Zuseherinnen und Zusehern einen Mehrwert bieten. Reines Eigenlob auf YouTube stinkt. Ich möchte dir noch ein paar Videoformen zeigen, die sich an eine enge Zielgruppe richten. Du kannst diese Filmformen natürlich auf YouTube stellen, um bestimmte Menschen zu erreichen und ihnen einen Link schicken. Erwarte aber nicht, dass andere User den Film klicken oder sehen. Einen Eventfilm produzieren lassen? Damit erreichst du nur die Menschen, die auch am Event waren. Außer natürlich, du hast einen besonderen Stargast, einen sensationellen Showact oder eine außergewöhnliche Location. Wenn dein Event ein Produktlaunch ist, auf den viele schon warten, und du in einem YouTube-Format endlich herzeigst, wie dein Produkt ausschaut, dann kann das funktionieren. Aber ehrlicherweise geht es dann nicht ums Event und du kannst gleich in den Produktfilm investieren. Und auch nur für wenige interessant ist Pressekonferenzen verfilmen, insbesondere zur Bilanz oder zum Jahresbericht. Wie auch bei einer Grußbotschaft sollte man solche Filme eher nur denen zukommen lassen, die es betrifft. Noch immer verwenden viele Unternehmen YouTube als Archiv und laden einfach jeden Film und jedes Video, das sie machen, in einem YouTube-Kanal hoch. Der schaut dann aus wie Kraut und Rüben. Und die Seherinnen und Seher finden die YouTube-Formen, die sie brauchen könnten, nur sehr mühsam. Den Content in Playlists zu ordnen und die Suchbegriffe ordentlich einzugeben, kann da schon sehr helfen. Aber nochmal, stell nur die Filme auf YouTube, die auch YouTube-Videoformen sind und die hilfreich sind für dein Publikum. Ich habe dir zum Ende dieses Videos ein spezielles Angebot für Zuseherinnen und Zuseher versprochen. Meine Videoagentur News & Video hilft dir gerne dabei, die richtigen YouTube-Filmformen für deinen Kanal zu finden und umzusetzen, um maximale Erfolge zu erzielen. Ich komme gern zu einem Gespräch vorbei. Auch wenn du deine Videos in-house produzierst, können wir dir mit umfangreicher Beratung und Aus- und Weiterbildung helfen. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast aus diesem und dem letzten Film wertvolle Erkenntnisse gewonnen, welche YouTube-Formate am besten für dich geeignet sind und welche eben nicht. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Und wenn du keines unserer Videos verpassen möchtest, abonniere am besten gleich unseren Kanal für mehr Wissen, Tipps und Tricks rund um Unternehmenswachstum mit YouTube-Marketing und YouTube-Videoformen. Alle YouTube-Filmformen, die ich vorgestellt habe, werde ich in den nächsten Filmen näher erklären. Schau dir das nächste Video zum Thema an, nämlich wie du dein Erklärvideo erfolgreich gestaltest. Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg!